Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Unboxing. Heute mit der DVD Die Monster-Uni. Ja, dieser nette Animationsstreifen ist letzte Woche auf DVD erschienen und ist der Nachfolger zu Die Monster AG. Es gibt gerade so eine Aktion, wenn man so zwei DVDs kauft, also diese DVD und noch eine andere Disney-DVD, kriegt man so eine Disney-Infinity-Figur zugeschickt, entweder den oder den. Und ja, ist eine nette Aktion. Dann haben wir hier Disney Channel im Free TV ab Januar 2014. Monstermäßiger Spaß für kleine und große Ungetüme. Laut der TV-Spielfilm. So sieht es von der Seite aus. Und ich glaube, das packen wir jetzt erst aus, weil hier oben der Text unter diesem Klebestreifen ist. Deshalb packen wir das mal aus. So. Disney Pixar präsentiert eine skurril lustige Geschichte, in der zwei grundverschiedene Monster zu allerbesten Freunden werden. Schon als kleines Monster träumte Mike Gluckowski davon, ein großer Schrecker zu werden. Und wie jeder weiß, kommen die Besten nur von der Monster-Uni. MU. Doch schon während der ersten Semesters geraten seine Karrierepläne komplett durcheinander, als er auf den berühmten, berüchtigten James P. Sullivan trifft, den Starschrecker des neuen Jahrgangs. Fortan geraten beide ständig aneinander, bis der Konkurrenzkampf außer Kontrolle gerät und dazu führt, dass beide aus dem Schreckprogramm rausgeschmissen werden. Da erkennen Mike und Sully, dass sie ab sofort zusammenarbeiten müssen, um ihren Traum doch noch erfüllen zu können. Erlebe die lustige Welt der Monster mit den bekannten Synchronsprechern Elias Mbarak, Axel Stein, Manuel Neuer und Ilja Richter. Und zudem dem ausgezeichneten Kurzfilm Der blaue Regenschirm. Ist eine DVD. Als extra ist der Kurzfilm Der blaue Regenschirm drauf. Sprachen sind drauf. Dolby Digital 5.1, Deutsch, Englisch, ja, und Türkisch. Das freut mich besonders. Circa 100 Minuten ist der lang. Untertitel Deutsch, Englisch und Türkisch. Zweischichtige DVD und so weiter, bla bla bla. Und hier sind dann ja so Szenen aus dem Film drauf. Ein sehr schöner, netter Animationsfilm. Mal aus. Da muss ich erstmal den Code wegpacken. Den muss ich ja noch haben für die Figur. Ja. So sieht die DVD aus. Und riecht auch sehr schön. Disney Channel im Free TV. So, okay, und dann haben wir hier so DVD News. Die Monster Uni. So Werbung. Zu diversen Disney Filmen. Die Eiskönigin. Sieht auch cool aus. Muss ich nur noch holen. Wenn es erscheint. Schimpansen. Und diverse Filme auf Blu-ray von Disney. Robin Hood muss ich noch haben. Herkules habe ich schon. Der Zauberer habe ich auch. Dschungelbuch will ich mir auch noch holen. Ariel habe ich schon. Brauche ich nicht. Also, er ist neu erschienen. Diese Filme. Sowas. Teen Beach Movie. Ach du Kacke. Brauche ich nicht. Super Buddies. Nee. Planes hole ich mir auf jeden Fall auch. Sieht auch total cool aus. Und solche Sachen hier. Und hier ist nochmal so eine. Ja, das ist hier dieses Disney Infinity. Davon gibt es ja so ein Game. Und dann stellt man halt diese Figur drauf und das wird dann in das Spiel einportiert oder eingezoomt und das kann man dann zocken. Sieht ziemlich cool aus. Ehrlich für Wii, Wii U, PS3, 3DS und Xbox 360. Dieses schöne Game. Das Game habe ich zwar nicht, aber die Figur kann ich mir ja so in den DVD-Schrank stellen oder auf dem Schreibtisch stellen. Sieht bestimmt nett aus. Spider-Man, Comic, DVD. Ja. Das war das Unboxing zu diesem sehr schönen Film, Die Monster-Uni. Ich sag bis bald. Bye bye.